Wenige Tage vor dem Start ihres Volksbegehrens zur Wahlfreiheit zwischen dem achtjährigen Gymnasium G8 und einem neuen G9 haben die Freien Wähler zu einem Informationsabend ins Fränkische Rot geladen. Fraktionschef Hubert Aiwanger sagte zum Auftakt, das Gymnasium in Bayern komme auch 10 Jahre nach seiner Einführung nicht zur Ruhe. Viele G8-Schüler erlebten einen extremen Lerndruck und hätten kaum noch Freizeit. Dieser Ansicht ist auch Professor Dr. Michael Piazzolo, der hochschulpolitische Fraktionssprecher, erklärt, warum die Freien Wähler den Lernstoff wieder auf 9 Jahre strecken wollen. Ja, wir erhoffen uns eine Entzerrung, eine Entschleunigung der Lernzeit, dass für viele, für die das G8 zu schnell ist, dass diejenigen, die Möglichkeit haben, wieder mehr in Ruhe zu lernen, dass sie auch mehr Zeit haben für Freizeitaktivitäten, auch mehr Zeit für Ehrenamt und Sportvereine. In Starnberg schicken etwa 80% der Eltern ihr Kind aufs Gymnasium, während es im ländlichen Raum Bayerns teils nicht einmal 25% sind. Die Freien Wähler wollen erreichen, dass sich die Übertrittsquoten wieder einander annähern. Schließlich seien die Schülerinnen und Schüler verschiedener bayerischer Regionen nicht unterschiedlich intelligent. Ich glaube, dass der Druck auf die Jugendlichen zum Übertritt ins Gymnasium in den Städten höher ist, dass man hier vielleicht im ländlichen Bereich sich scheut, die Kinder dann den ganzen Tag in die Schule zu schicken, und dass ein Angebot eines G9, eines neunjährigen Gymnasiums, wo der Unterricht doch stärker auf den Vormittag konzentriert ist, gerade für den ländlichen Raum sehr attraktiv ist, aber auch in den Städten angenommen werden wird. Fakt ist, viele Eltern sind sehr unzufrieden mit dem bisherigen G8. Deshalb sind nun die Bürgerinnen und Bürger gefragt. In Kürze starten die Freien Wähler dann das Volksbegehren zur Wahlfreiheit zwischen G8 und einem neuen G9.